Moin Freunde, was geht ab und willkommen zur 22. Episode der Manage to Glory. Yes, so sieht mein Team aktuell aus. Wir werden gleich ein bisschen mit meinem Team reden. Das heutige Thema seht ihr bereits im Titel. Wir werden darüber reden, ob und inwiefern es Sinn macht, mit direkter Konkurrenz in Kickbase zu handeln. Das wird das Thema des Videos sein. Bevor das Ganze losgeht, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen. Generell aktuell der Support ist riesig, also ihr liked wirklich die Videos enorm, aber da geht immer noch ein bisschen mehr, Freunde. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Das ist ein kleiner Klick für mich, aber hilft mir enorm. Ja, checkt natürlich auch gerne den Fernschuss ab, da gibt es eine kleine Änderung. Wir kommen aktuell echt zeitlich super schwer dazu, den Fernschuss aufzunehmen. Also sagen wir jetzt einfach mal so, der Fernschuss wird keine wöchentliche Episode mehr haben. Oder voraussichtlich so, wenn wir jetzt in der nächsten Zeit gut Zeit haben. Natürlich bringen wir dann auch gerne jede Woche eine Episode. Aber stellt euch nicht darauf ein, ich werde immer posten, wenn es eine Episode gibt. Wir versuchen ihn so oft wie möglich zu bringen. Ich kann euch aber nicht versprechen, wie oft das letzten Endes auch sein wird. Bevor wir auf mein Team eingehen, wollen wir noch mal ganz kurz auf die Kickbase Guide Challenge eingehen. Denn da hat der gute Daniel gewonnen. An dich, lieber Daniel, wenn du das Ganze hier siehst, schick mir gerne eine E-Mail an thekickbaseguide@gmail.com. Die E-Mail ist aber auch in der Infobox verlinkt. Kannst du einfach rein kopieren. Schick mir dann eine E-Mail hin mit einem Beweisbild. Am besten hier gehst du ganz nach rechts in dein Manager-Profil, dass ich sehe, dass es dein Profil ist. Und dann bekommst du die 3 Monate Kickbase Membership. Mit 2 Punkten gewonnen hier übrigens. Auch Props an König an der Stelle hier. War ein knappes Ding. Genau, wollte ich auch kurz gesagt haben. Generell auch danke für den Supporter für Kickbase Guide Challenge. Da geht es auch richtig ab. 1466 Mitglieder. Das ist einfach nur genial, Freunde. Das freut mich riesig. Das macht mich total glücklich. Glaubt mir, dass da wirklich so viele Leute mitmachen. Ist einfach nur super, super cool für mich. Vielen, vielen Dank. Gut, soviel zur Challenge, soviel zum Organisatorischen. Willkommen zu meinem Team. So plane ich Stand jetzt für das Wochenende, bin aber geldtechnisch extrem, extrem gut aufgestellt. Das kann ich euch verraten. Ich bin gerade mal 13,3 Millionen im Minus. Das bedeutet, ich müsste theoretisch gesehen nur einen Trimmel abgeben und wäre ein Plus. Das heißt, ich könnte Giavugi, Palacios, Förster, Forsberg, Zoller, Gucci, wer ist jetzt nur so ein Traden da, könnte ich theoretisch gesehen alle auf der Bank halten und wäre schon im Plus. Also aktuell bin ich finanziell wirklich verdammt, verdammt gut aufgestellt in der Champions League. Ich könnte zum Beispiel auch einen Forsberg verkaufen, den ich jetzt eigentlich nur halte, weil ich das Geld habe. Und dann hätte ich immer noch 10 Millionen für meinen Bankspieler zu kaufen. Also aktuell bin ich mit meinem Kader super zufrieden. Ich habe quasi das Team hier und dann bestimmt nochmal, keine Ahnung, man sieht es ja hier, ohne Forsberg, knapp 22 Millionen zusätzlich zu diesem Team, was ihr hier gerade seht. Also aktuell läuft es in der Champions League extrem gut. Auch an dem Spieltag gab es wieder einige Boni. Ich bin riesig zufrieden und ich hoffe, das kann sich dann über die nächsten Wochen gerne weiter so in die Richtung entwickeln. Ja, Pläne gibt es jetzt gar nicht konkret welche. Bezüglich meines Teams bin ich super happy. Pläne für die Woche kann ich gerne noch nennen. Morgen Donnerstag kommt natürlich die Bundesliga-Preview online. Wie immer um 12 Uhr am Donnerstag, kennt ihr mittlerweile. Und am Freitag werde ich auf jeden Fall streamen. Mein Problem ist, ich habe ein Online-Seminar von 14 bis 18 Uhr und ja, das heißt, der Stream wird höchstwahrscheinlich von 12 bis 14 Uhr stattfinden, was halt schon sehr früh ist. Kann ich natürlich verstehen, wenn viele von euch da auf der Arbeit sind oder nicht können. Manche gucken ja auch die Videos oder Streams auf der Arbeit. Grüße gehen raus. Das werde ich euch noch genauer mitteilen, dass ihr da genau wisst, wo ihr steht. Genau. Deswegen würde ich sagen, können wir noch was zum Team sagen, eigentlich nicht großartig, ich bin eigentlich super zufrieden damit, ich werde jetzt viel mehr Variationsmöglichkeiten haben, einfach weil ich das Geld habe, von daher als kleines Update zu meinem Team, mittlerweile ein Kaderwert, das interessiert ja auch immer viele, ja knapp 283 Millionen, also auf jeden Fall auch da nochmal ein riesiges Plus gemacht, allein zur letzten Woche, da war ich bei knapp 276 Millionen, auch da nochmal 7 Millionen Plus gemacht, aktuell läuft es einfach, Freunde, was soll ich sagen, es läuft und ich bin happy. Ja, so viel zu meinem Team. Ich würde sagen, wir switchen rüber in das Thema des Videos. Und das hat der gute André gestellt. Erstmal Dankeschön dafür. Wenn ihr auch das Thema des Videos nennen wollt, dann lasst unter den MTG-Episoden gerne mal solche Fragen da. Also ein bisschen umfangreichere Fragen, die ich ein bisschen breiter beantworten kann, ein bisschen mehr ins Detail gehen kann.
Dann habt ihr auch die Chance, Kommentar der Woche zu sein. Der Kommentar der Woche kommt, wie gesagt, in dem Fall von André Eigenmann. Ich lese das Ganze vor. Thema Spielertausch mit Mitmanagern. Würdest du einen Spieler eher mit einem Manager tauschen, der eher abgeschlagen ist, aber weniger bietet? Oder mit einem direkten Konkurrenten, der aber ein besseres Angebot macht? Beispiel, du brauchst noch einen guten Stürmer und gibst dafür einen Mittelfeldspieler ab, weil du da mehr Möglichkeiten hast, den guten Mittelfeldspieler mit einem direkten Konkurrenten tauschen und eventuell weniger dafür zahlen müssen. Oder mit einem Mitspieler, der weit weg ist, das Angebot aber schlechter ist. Annahme, die beiden Stürmer der Konkurrenten sind auf ähnlichem Niveau. Also wir gehen jetzt quasi davon aus, dass die beiden Personalien in dem Fall ein recht ähnliches Team haben. Der eine Konkurrent aber dafür ein bisschen, weil ich meine, wenn der eine besser in der Liga ist, hat er auch ein besseres Team. Das ist ja eigentlich ein Selbstläufer. Deswegen beziehe ich das jetzt allgemein darauf, sollte man mit direkter Konkurrenz tauschen? Und wenn ja, wo ist denn da die Schmerzgrenze? Das Ganze ist natürlich wie immer, ich kann euch keine und kann und will euch keine konkreten Zahlen nennen. Ich will nicht sagen, bei einem Manager, der so und so viele Punkte von euch weg ist, dann bietet ihr genau 6,38 Millionen weniger als bei dem und dem Manager. Das macht keinen Sinn. Das merkt ihr selber. Ich kann euch keine konkreten Sachen stellen. Ihr fragt super häufig in den Kommentaren, wie viel soll ich für Spieler X bieten? Das kann ich euch nicht sagen. Das kommt auf eure Liga an, das kommt auf eure Mitmanager an, das kommt auf eure Liga-Größe an. Da gibt es so viele Variablen, dass ich das einfach nicht in einem Kommentar beantworten kann. Ich versuche es aber wie immer bestmöglich zu generalisieren. Ich bin generell ein Freund davon, wenn möglich, nicht an Konkurrenz zu verkaufen. Denn wenn ich einen Spieler abgebe, von dem ich überzeugt bin, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dann denke ich mir, ich meine, man denkt sich das immer, man malt sich so im Kopf aus, ey gut, jetzt verkaufe ich den dem und im nächsten Spiel macht er einen Hattrick. Deswegen bin ich generell schon immer sehr gewillt, nicht an Konkurrenz zu verkaufen. Wenn ihr an Konkurrenz verkauft, dann würde ich gucken, dass der Spieler ein schlechtes Programm hat, dass ihr generell nicht von dem Spieler überzeugt seid. Bevor jetzt, ich beziehe jetzt noch gar nicht die Angebotsvariable rein, sondern generell an wen ich Spieler verkaufe. Genau, also wenn ich einen Spieler an einen direkten Konkurrenten verkaufen würde, dann müsste ich schon in einer gewissen Art und Weise nicht von diesem Spieler überzeugt sein, dass ich ihn abgeben würde. Jetzt auf das Angebot bezogen, was mache ich jetzt, wenn zum Beispiel, wir gehen einfach mal in einen hypothetischen Fall in die Champions League rein. Da kennt ihr mittlerweile alle Manager. Sagen wir jetzt einfach mal, ich würde, warum auch immer, meinen Willi Orban verkaufen. So, ich hätte tierisch Bock, meinen Willi Orban zu verkaufen. Jetzt kommt Paul daher und sagt zu mir, du Tobi, dein Willi, ich hab das Geld, ich stehe ganz gut in der Liga da, dein Willi kostet 23 Millionen, ich gebe dir 30 Millionen dafür. Wenn du abgeben willst, her damit. Dann kommt aber, ich plane mit ihm abzugeben, das ist recht wichtig, ich plane mit ihm abzugeben. Dann kommt aber, keine Ahnung, der gute Luke daher und sagt, du Tobi, ich habe Interesse an Orban, ich gebe dir, jetzt wird es halt schwierig. Wenn Lukas jetzt zum Beispiel sagen würde, Tobi, ich gebe dir 24 Millionen für Orban und ich plane Orban abzugeben, dann ist einfach die Differenz von 6 Millionen sauhoch. Und dann muss man sich denken, jetzt könnte es schon sehr interessant sein. Dann ist wiederum die Frage, gibt es überhaupt noch was in eurer Liga? Also wenn jetzt zum Beispiel wie in der Champions League der Fall ist, dass wirklich nichts mehr auf dem Markt ist. Ich glaube, wir haben gefühlt den kompletten Markt leer gekauft, was von Spielern, die auch nur annähernd in irgendeiner Art und Weise Big Boy Potenzial haben. Dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus, weil dann will ich natürlich nicht verkaufen. Was bringen mir rein theoretisch gesehen die 30 Millionen, wenn ich den Spieler gar nicht verkaufen will? Das aber nochmal, es ist so total schwer, da an einem Thema drin zu bleiben. Ich kann diese Frage nicht linear beantworten, ich muss da extrem ausschweifen. In dem Fall, wie gesagt, ich sagen wir mal, ich könnte das Geld noch gut gebrauchen. Es wäre eventuell noch der ein oder andere Spieler auf dem Markt. Das heißt, das Geld hat noch Relevanz. Lukas gibt mir 24 Millionen und Paul gibt mir 30 Millionen. Dann wäre es aus rein wirtschaftlicher Perspektive dumm, an Paul zu verkaufen, an Lukas zu verkaufen, weil diese 6 Millionen können halt sehr wertvoll sein. In meinem Fall, sagen wir jetzt einfach mal, es wäre genau dieser Fall in der Champions League. Ich will Orban loswerden, der Markt ist komplett leer, dann will ich Orban generell nicht verkaufen. Würde mir aber dann denken, okay, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, wir nehmen Lukas mal aus der Schussreihe, weil Lukas ist aktuell ziemlich gut am Aufholen. Wir nehmen Jona mit rein. Sorry Jona, dass du jetzt hier das Opfer in der Schusslinie bist. Wir nehmen Jona mit rein. Jona sagt, du Tobi,
Ich gebe dir 25 Millionen für Orban. Paul sagt, ich gebe dir 32 Millionen für Orban. Das wäre jetzt der konkrete Fall in der Champions League. Dann würde ich natürlich denken, okay, ich kann Orban nicht gebrauchen. Es ist auch nichts mehr auf dem Markt. Das heißt, dieses überschüssige Geld bringt mir so gesehen nichts. Dann wäre es ja doof, an direkten Konkurrenten zu verkaufen. Bei Jona ist der gut aufgehoben. Jona ist so weit von mir in meinem Fall jetzt weg, dass er auch mit einem Willi Orban keine konkrete Gefahr mehr für mich wird. Es sei denn, er managt jetzt wie ein Weltmeister. Dann ist immer noch alles drin. Aber für den jetzigen Fall würde es dann für mich mehr Sinn machen, an Jona zu verkaufen. Ich versuche es zu generalisieren. Ich würde, wenn möglich, niemals an Konkurrenz verkaufen. Wenn die Diskrepanz innerhalb von 3-4 Millionen ist, würde ich nicht mal eine Sekunde überlegen und an den Manager verkaufen, der weit unter mir ist. Geht die Differenz im Angebot in den, ich sag mal, 8-9 Millionen Bereich, also wirklich schon eine sehr große Differenz, wo man sagt, boah, 8 Millionen, das ist eine Menge Geld und ihr könnt das Geld noch gut gebrauchen, dann würde ich auch überlegen, zum Beispiel an einen direkten Konkurrenten zu verkaufen. Aber das würde ich wirklich nur machen, wenn ich das Geld gebrauchen könnte, wenn noch genug Spielerpotenzial auf dem Markt ist oder wenn ich den Spieler verkaufe, weil ich nicht mehr zu 100% von ihm überzeugt bin. Das sind die einzigen zwei Variablen, wo ich an einen direkten Konkurrent verkaufen würde. Jetzt habe ich das wirklich absolut tot geredet. Hört euch das Video gerne zweimal an. Ich hoffe, meine Argumentationskette macht in irgendeiner Art und Weise Sinn. Und ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, versucht das mal selber. Das ist gar nicht mal so einfach, wenn ihr so alle Variablen mit reinziehen wollt, alle potenziellen Szenarios damit reinziehen wollt. Es ist gar nicht so einfach, da eine direkte Argumentation zu finden. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze konnte euch wenigstens ein bisschen helfen und ich konnte das Ganze ein bisschen transparent erläutern. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, wir sehen uns morgen um 12 Uhr zur Bundesliga-Preview und auf jeden Fall auch am Freitag zum Livestream. Das war es dann erstmal von mir. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns morgen am Donnerstag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.